Was macht der da vorne? Fährt. Der fährt zu. Wirgel, nee, ich will nicht umwirgelt werden. Ich fahre jetzt ins Zillertal. Yay! Yeah. Was kommt gleich aus dem Zimmer? Ach, die Schürzenjäger. Waren das die? Ich glaube schon. Na, wie gesagt, hier ist 70. Ich habe natürlich das Schild gesehen, indem ich alle anderen Reize aufnehmen musste. Habe ich das Schild auch noch genommen. Spaß. Ich bin froh, dass das Navi da ist. Das erinnert einen noch immer so leicht dezent dran mit roten Blinken. Du bist so schnell. Die Geschwindigkeit, die du da fährst, ist höher als das, was erlaubt ist. Was ich gut finde, dass du mir das Navi das zeigt. Ich will ja kein böser Verkehrssünder sein. Aber, Ah, schöner Tunnel. Was? 1336 Anfängertunnel. Ich bin heute schon durch den 5-Kilometer-Tunnel gefahren. Schön leise, ich will ja nicht jeden auf den Sack gehen, schön im sechsten Gang. Ist ein kleines Mistchen. Ist gerade sehr sparsam. Ist überhaupt nicht durstig gerade. Woran das wohl liegt? Alter, was macht denn hier Musik? Oh, es wird gerade warm. Das hast du aber so manchmal in so Tunneln. Hoffentlich sieht man noch was, so ein bisschen. Aber reicht ja mein Gelaber. Ich kann euch ja auch beschreiben. Weiße Wand, schwarzes Dach, nochmal eine weiße Wand. Rote Dings rechts, weiße Dings links. Vier Streifen. Aha, Bremslichter. Also ND-Filter in einem Tunnel, habe ich gehört, soll eine gute Idee sein. Sieht man richtig viel. Das einzige Nachteil, ich will aber nicht immer ab an, weil ich kriege den nie wieder so ran, wie er ab war. Nie wieder so ran, wie er mal dran war. So, jetzt aber. Ui, hübsch. Hübsch hier. Ich hab schon geschafft. Ah ja. Die für Ordnung sorgen. Ich habe schon geschafft, 26 Minuten lang irgendwas Unzusammenhängendes zu reden. Ist aber immer noch hübsch hier. Österreich ist auch schön. Alter, bleib halt stehen. Irgendwie. $1,30. Ja, in Deutschland war es vorhin bei 1,50. Naja. Also deswegen mache ich mir nicht den Aufwand. Ja, der Poppes tut immer noch weh, aber es ist erträglich. Es ist erträglich. Ja. Ja. Ja, ich kann leider nicht im Stehen fahren. Also kann ich schon nur. Muss ich mich auf den Lenker stützen und den Arsch rausstrecken. Ja. Die werden auch hinter mir denken, was geht mit dem da vorne, ey. Das konnte ich auf der Tracer schön machen. Guck mal, schon wieder Spanier. Spanier mit BMW GS. Habe ich in Frankreich auch schon welche gesehen. Ja, da konnte ich auf der Tracer schön machen. Wenn mir da der Popo wehgetan hat, bin ich aufgestanden. Und bin im Stehen gefahren. Weil da der Lenker höher war. Dafür sah es halt optisch. Wie so halt ein Motorrad mit hohem Lenker aussieht aus. Ich finde ihn ja schon besser. Der hat auch die optimale Breite und was nicht alles, habe ich aber schon drüber erzählt. Hallo. Ah ja, schon drüber erzählt, was die Tracer besser kann als die Kawa hier. Mach da mal ein Infokärtchen rein. Ja, kann man immer noch Landschaft angucken. Meierhofer Mountain. Ja, hier ist die Zillertalbahn. Eine Lokalbahn. So! Genug geredet. Ich bin mal weg für jetzt. Ich mache jetzt viel Pause. Für euch sind das wahrscheinlich 2 Sekunden. Kommt drauf an, wie ich die Videos zusammen bastel. Für mich könnte es ein halber Tag sein. Oder bis morgen früh. Weil morgen früh geht es weiter, dann geht es dann kurz locker. Ja!
Ich hoffe. Mal gucken, wie der Plan wird. Jetzt rede ich schon wieder weiter. Es gibt ja Plan, Realität. Machst vorher Pläne, machst alle und so weiter. Wetterbericht, denkst du, ja, geil. Es war nichts mit dem Plan. Bedroht. Bedroht, jetzt nicht mehr. Nee, morgen ist der Plan, an Großglockner zu fahren. Da freue ich mich echt schon die ganze Zeit drauf. Echt. So, jetzt aber. Ich bin raus fürs Erste, fürs Zweite, fürs Dritte, fürs Vierte. Ciao.